Jacob by Shadow Design. Jetzt hier in den Emiraten hat die Falknerei einen ganz anderen Hintergrund. Wenn wir zurückgehen, sogar noch vor 40 oder 50 Jahren, da war Abu Dhabi ein ganz, ganz kleines Dörfchen, nur so ein paar Hütten am Strand und die meisten Einheimischen waren Beduinen, die in der Wüste gelebt haben. Und zwar wirklich sprichwörtlich Beduinen. Das heißt, es gab keinen Strom, es gab keine Gefriertruhe, keinen Kühlschrank, kein gar nichts. Das heißt, es war gar nicht so einfach für die Beduinen in der Wüste zu überleben. Aber die Beduinen wussten, kommst du gleich noch rein? Sie müssen nicht draußen im Gang stehen. Ich weiß nicht, jedenfalls nicht immer. Okay. Die Beduinen wussten, dass es eine Route für den Vogelzug gibt, der über die arabische Halbinsel und das Abu Dhabi-Emirat führt. Das heißt, die Falken, die man hier früher für die Falknerei verwendet hat, die gab es nicht ursprünglich in diesem Land. Das ist keine natürliche Spezies hier von Abu Dhabi, sondern das waren Zugvögel, die im Herbst von Europa oder diesen russischen östlichen Gebieten nach Afrika geflogen sind, um dort zu überwintern. Und die Beduinen sind jetzt an diese Plätze gegangen, wo die Falken vorbeigeflogen sind, haben sie gefangen und haben sie im Endeffekt zu ihrem Feld zurückgebracht in der Wüste. Und jetzt kann sich vorstellen, ein Falke, der noch nie Menschen gesehen hat, der war ja ein bisschen scheu, ein bisschen verschüchtert am Anfang. Das heißt, die Beduinen mussten ihn erstmal an sich gewöhnen. Und die haben das gemacht, indem sie den Falken 24 Stunden am Tag auf dem Arm getragen haben, Tag und Nacht. Und irgendwann ist der Beduine halt auch mal müde gewesen und wollte mal schlafen gehen. Dann hat er den Falken an seinen Bruder weitergegeben, der gab es an den Cousin, an den Onkel, an den Vater. Also der Falke ging so reihum durch die gesamte Familie. Und das Ganze hat so in etwa 10 bis 14 Tage gedauert. Und dann